öffne mir die Tür. Nächste Runde. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ja, das warst du leider in der letzten Episode von Pokémon Ultrasonne. Da hat der Typ mich echt richtig fertig gemacht. Aber ich bin jetzt ein wenig besser trainiert. Items sind gewählt und. Von daher könnte es jetzt die Möglichkeit sein, dass ich jetzt ein bisschen besser zurechtkomme hier. Skullboss Bromley fordert dich heraus. Okay. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ich hasse dich. Okay. Let's go. Beginnen mit Felswurf bzw. Donnerschlag, Stärke 75. Wirf 2 bis 5 Mal in Folge Felsblöcke auf das Ziel. Dann nehme ich erstmal Donnerschlag. Kalkklinge. Es ist denn die Möglichkeit? Oh Mann, es fängt schon gut an hier. Es ist nicht normal. Ich habe das Problem mit dieser Kalkklinge. Das nervt mich extrem. Warum ist das so gut? So, lasst uns jetzt gerade mal eben durchgehen. Na gut, gegen Silvaro. Es bleibt ja nur diese Möglichkeit. Okay. Top-Tränke habe ich ein bisschen was eingekauft. Ich will jetzt nicht hoffen, dass er die ganze Zeit nur Kalkklinge einsetzt. Doch, natürlich macht er das. Okay, komm. Felswurf. Es wehren beide die Attacken ab. Wieso? Ernsthaft? Setz Tiefschlag ein. Ich hätte Finale nehmen sollen eben. Ich hätte wirklich Finale nehmen sollen. Einfach so aufopferungsvoll. Wie Georock ist. Tiefschlag, ja, zieht schon ein bisschen was ab, aber diesmal vielleicht doch ein bisschen besser. Rückzug von Tektash wirkt. Oder Tektash, oder wie man es jetzt auch aussprechen mag. Okay, komm. Ist sehr effektiv, aber ich glaube, Pinsir wird Silvaro ganz gut angreifen können. Deswegen heile ich ihn erst nochmal hoch. Ich heile ihn erst nochmal hoch. Next Strike, okay. Zieht natürlich auch ein bisschen ab. Next Strike. Verstehe halt auch nicht, warum er halt immer trifft. Ne? Er trifft immer. Wann? Es ist so einmal pro gesamten Kampf, wo das Ganze nicht hinhaut. Felswurf. Ich hätte Felswurf jetzt gut gebrauchen können. Ich nehme jetzt Psyana, um meine Pokémon wieder aufzupäppeln. Georock. Kreuzschere. Sehr effektiv. Er hat halt auch ziemlich gute Pokémon dabei. Muss man leider auch dazu sagen. Jetzt aber gerade mal versuchen, ihn wenigstens ein bisschen noch zu schwächen.
Schneescher. Bergsturm. Wieso? Er ist von den Attacken her so gut aufgestellt. Egal welches Pokémon ich einsetze, er hat etwas dagegen. Er hat etwas dagegen und auch was, womit er effektiv trifft. Das ist ja viel schlimmer noch, das Ganze. Okay. Mein kleiner Bär. Hero, komm jetzt. Felswurf, komm. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt irgendwie meinst. Puh. Pokémon wechseln, das haut nicht hin so. Effektiv. Top Trank auf Georock. Beute. Hol Selvaro zurück. Skalklinge ein. Panzer Aeron. Steckt das schon besser weg. Silvaro. Das ist fehlgeschlagen. Sehr gut. Dann. Wir anwenden legt Stacheln aus, die gegnerische Pokémon verletzen, die im Kampf gerufen werden. Ja, das ist okay. Sternschauer. Okay. Hätte Glück sein können. Hätte Glück sein können, dass er nochmal verfehlt, aber nein, natürlich nicht. Wenigstens ein bisschen. Zweimal getroffen, Kalkklinge. Wieder, er haut so rein, ey. Käfer-Pokémon sind so mächtig. So, okay. Silvaro? Oh Gott. Kalkklinge! Jetzt auch schief gehen können. Komm, Flücker. Yes! Jetzt nur noch Maskerade. Komm schon. Oder nee, Maskerade. Maskeregen. Maskeregen. Maskerade, okay, das ist glaube ich das aktuelle. Nein. Okay, komm. Nochmal ein Flücker. Setzt Luftschnitt ein. Klar, dass du. Komm, Silvaro, das hältst du aus. Das hältst du aus. Oh mein Guter, zieh durch. Beutel. Top-Trank. Auf, Silvaro. Wunderbar, komm. Komm. Setz wieder Luftschnitt ein. Ich hasse dieses Pokémon, so derbe, ich hasse es. Mal gucken, Georock hat noch komplettes Leben. Und? Natürlich ist er wieder dran. So, Georock los. Komm, du regelst das jetzt. Felswurf. Käfer gebrummt. Komm, wenn du jetzt fehlschlägst. Yes! Leute!
Mega abgefahren, du bist echt abgefahren, ja. Weiß ich nicht, ob ich das bin, ich denke eher nicht. Puh. Okay, er flippt jetzt hier komplett aus. Hey, du da, gib ihm das Pokémon zurück, was wir gestohlen haben. Los. Raus jetzt hier, komm. Irgendwann mache ich dich platt. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, du wirst schon sehen. Aber hier das hier. Den Z-Kristall Insektum. Und die ganzen anderen braucht man aktuell nicht. Boah, ihr wisst gerade nicht, wie froh ich bin, dass das geklappt hat. Aber ich merke jetzt gerade halt wirklich, ich muss an meinem Pokémon arbeiten. Käfer-Pokémon sind echt verdammt fies. Wirklich mit Bedacht das Ganze. Also gerade so in den alten Spielen merkt man's. Oh, da ist der Nette. Gehört dieses Ding zu dir? Ja, es war völlig außer sich vor Freude, als es mich entdeckt hat. Es muss ganz schön unter Schock stehen, sich so über einen alten Knacker wie mich zu freuen. Okay, du guckst mir schon wieder so tief in die Augen, du machst mir Angst. Was habe ich mir mit dir nur wieder eingebrockt? Du bist auf Inselwanderschaften? Aber keine Sorge, deshalb nehme ich dich noch lange nicht auf die leichte Schulter. Du hast im Alleingang Team Skull fertig gemacht. Mit dir ist nicht zu spaßen, das ist klar. Pass auf, ich heile deine Pokémon für dich. Ist aber nett. Sag mal, will ich mir das nur ein oder treiben sich hier plötzlich viel weniger Skull-Heinis herum? Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich zusammen mit ihrem Boss die Flatter gemacht. Onkel Yasu, was? Ihr kennt euch? Und schon ist die Ruhe dahin. Oh, du Armes, du hattest bestimmt große Angst, hm? Vielen, vielen Dank, Beda. Du bist wirklich klasse. Onkel Yasu, du bist doch ein Polizist und ein ziemlich guter noch dazu. Dann benimm dich gefälligst auch wie einer und behalte Team Skull besser im Auge. Wofür wohnst du denn sonst hier in Po? Die Miete hier ist einfach am billigsten. Dass ich direkt neben dem Hauptquartier von Team Skull wohne, hat keine beruflichen Gründe. Das musst du nicht verstehen, so bin ich eben. Das kaufe ich dir nicht ab. Du bist nicht so hart, wie du immer tust. In Wirklichkeit sorgst du dich doch um die Pokémon, die von Team Skull verletzt werden. Anstatt sie der Aether Foundation zu überlassen, bleibst du hier und versorgst sie selbst. Du bist so ein Sturkopf. Komm, Angunior, lass uns zurück zum Aetherhaus gehen. Okay, ich will mit. Das ist mir hier auch ein bisschen zu grün. Was? Jo. Hey, du kannst von mir aus jetzt hier deine Ruhe haben, komplett. Für immer, aber die Pokémon in ihren Pokébällen oder die Typen von Team Skull in ihrem Versteck. Hauptsache, ich sehe ihn jetzt nicht mehr so schnell wieder. Wurden die Barrikaden jetzt hier weggeräumt, wenigstens? Ja. Wenigstens das. Trotzdem sehr mysteriös, das Ganze hier. Sehr mysteriös. So. Ich will aber jetzt erstmal hier zurück zum Aetherhaus. La 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 la. Okay. Ganz hier runter muss ich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wie es denn jetzt weitergeht. Ich muss jetzt erstmal meine Pokémon hier alle wieder heilen. Okay. So, und jetzt zum Aetherhaus. Zur Aether Foundation.
Route 15 am Wasserweg. Da sind wir wieder und wir haben Mangunio mitgebracht. Oh. Warum macht ihr denn so lange Gesichter? Tut mir leid, Bela, ich kann mich gerade einfach nicht freuen. Aber warum? Was ist denn los? Es geht um Lilly. Sie ist weg. Wieso? Einige Stunden zuvor. Ihr... Oh, du bist ja noch hier. Löst du dich heute nicht plötzlich in Luft auf? Ich habe da ein paar wilde Geschichten über dich gehört. Das war eine völlig andere Situation. Damals hat Wölkchen seine Kräfte benutzt, um mich zu retten. Es sah keinen anderen Ausweg mehr. Das war alles meine Schuld. Aber ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder zulasse. Ich kann zwar nicht viel ausrichten, aber ich werde um jeden Preis verhindern, dass mein kleiner Freund seine Kräfte erneut einsetzt. Das habe ich Wölkchen versprochen. Und ich werde alles geben, um dieses Versprechen zu halten. Und das war an dieser Lage, von der du da... Und was war an dieser Lage, von der du da eben faselst, so viel auswegsloser als an dieser hier? Glaubst du etwa, wir lassen dich türmen? Bist du ein bisschen naiv, Prinzesschen, hm? Halt den Rand, Kleiner. Das Gehör hat Willensstärke. Von ihr kannst du noch was lernen. Außerdem... Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dich wirklich als Pokémon-Diebin abstempeln kann. Immerhin wolltest du ja nur einem hilflosen Pokémon helfen. Ich komme freiwillig mit euch. Aber bitte, bitte tut den anderen nichts. Okay. Sobald Lola weg war, kam diese Fran zurück. Was? Lilly hat uns alle beschützt und das ganz ohne Pokémon. Als Pokémon-Trainer wäre das meine Aufgabe gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet Lilly diejenige ist, die Cosmog bei sich hat. Hä? Du kennst Lilly? Warum bin ich überhaupt von zu Hause weggelaufen, wenn ich sie jetzt nicht einmal beschützen kann? Oh mein Gott, was? Diese elende Feigheit in mir. Du wirst sie mir austreiben, verstanden? Und halt dich bloß nicht zurück. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum denn jetzt gegen Gladio? Moment, aber also haben die eine Verbindung zueinander? Gladio und Lilly? Ich bin gespannt. Okay, Felswurf. Setz Giftschock ein. Ja, das wird uns hier nicht weiter beunruhigen. Warum noch ein? Gib ihm! Dreimal getroffen, sehr gut. Und Donnerschlag hinterher. Nochmal Giftschock. Kein Ding, mein Georok kann das. Sofern es nicht verfehlt. Letztes Mal, habt ihr das gesehen? Letztes Mal war es schon was anderes, ne? Da bin ich gegen das Golbat hier komplett verloren. Und als nächstes Typ 0. Ich weiß es gerade nicht. Typ 0. Undicht, ne? Meine ich doch. Kampf. Ich war mir gerade unsicher, deswegen habe ich das Pokémon nicht getauscht. Okay, los geht's. Zermalmklaue. Pandago, du musst es aushalten jetzt hier. Okay. Beutel. Top-Trank auf Pandagro und danach gibt's einen Z-Move. Zermalmklaue wieder. Vielleicht gibt's auch keinen Z-Move. Ich kann's euch gerade noch nicht versprechen. Er sitzt so... Warum?
das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. Puh. Es hätte doch einfach auch mal klappen können, oder? Warum denn nicht? Ach, man gönnt mir hier echt gar nichts. Verfolgung. Und schon. Zweimal getroffen. Wenn der eine Vorherdrückung anfängt, okay. Fruststampfer, komm. Hau raus. Typ 0. Erledigt. Georg, erleichtert 38. Sehr gut. Zoroa kommt als nächstes. Weiterkämpfen. Pandagro zurück. Standpauke. Immer noch in den Beutel und verteile noch einen Top-Trank auf Pandagro. Okay. Alles ist gut. Spezialangriff. Bisschen was geschwächt bist du schon. Ach, es hätte doch jetzt auch mal fehlschlagen können, oder? Nochmal. Warum nicht? Schallwellen. Aber und let's go. Fulminante Faustschläge. Tja, das war's dann mit dir. Zerhackt. Ach, du armer Kleiner. Entschuldige, dass ich diesen sinnlosen Kampf angefangen habe, aber ich habe es euch doch schon erzählt. Ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Ich warte am Pier der Insel auf dich. Oder willst du gleich mit mir kommen? Nein. Wie du meinst, ich warte am Pier von Ola Ola auf dich. Lass dir nicht zu viel Zeit. Werde ich nicht, aber kann ich vielleicht erstmal ins Pokémon Center? Okay. So, wir kehren zurück nach Malia City. Und von dort aus geht's dann weiter. Erstmal noch zum Pokémon Center. Hey, Baby.
Dann lasst uns jetzt hier. Runter, da ist er schon. Gladio. Wir warten noch auf Tali, nehme ich an. Er kommt gleich. Das habe ich mir schon gedacht. Tali ist wirklich eine Nummer für sich. Er gibt sich alle Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ja, ihn eines Tages sogar zu übertrumpfen. Ich könnte das nicht. Huch. Yasu, was machst du denn hier? In Po können diese Gauner von Team Skull von mir aus so viel Unfug treiben, wie sie wollen. Aber jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Hey Junge, lass uns kämpfen. Du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es noch nicht wusstest. Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du Inselwanderschaftschamp werden willst. Also, kannst du losgehen? Weiß ich nicht. Nein. Können wir erstmal gucken, ob ich überhaupt genügend... Wieso wird denn jetzt hier so viel gekämpft? Ich glaube, mir fehlen halt Tränke, Top-Tränke und Belebung. Geht. Geht. Na komm. Los, beginnen wir. Wird schon werden. Vielleicht habe ich ja hier jetzt mehr Glück. Inselkönig Yasu fordert uns heraus. Oh, Zubiris. So, dann wollen wir mal. Zubiris. Nämlich Silvaro. Hat keine Wirkung. Setzt Spukball ein. Aber geht, geht, geht. Komm. Zubiris besiegt. So, was hat er noch? Kein Mann. Boah. Weil hört sich so ein bisschen nach. Was ist das? Ach, das. Okay. Das ist es, das ist es. Setzt Erdbeben ein. Okay, das ist fies. Natürlich mit Felshof jetzt nicht so effizient. Vielleicht hätte ich doch dabei bleiben können. Ich war gerade ein bisschen vorsichtig. Ich konnte ihn gerade nicht zuordnen, welches Pokémon das ist. Das ist nicht sehr effektiv. Beutel. Ein Top-Trank. Auf Silvaro. Ja, klar. Panzer-Eron wäre vielleicht die bessere Alternative.
Komm schon. Komm wieder. Panzer Aeron ist besiegt. Wunderbar. Okay, ja gut. Stufe 43. Ich meine, mittlerweile werde ich also ein bisschen überholt mit dem Level. Setzt Erdbeben ein. Boah. Oh, ich wusste es. Ich hätte ihn noch nicht angreifen sollen. Vielleicht holt mich das jetzt hier irgendwie aus dem Kampf raus. Also das ist auf jeden Fall Boden. Okay. Sehr gut. Snobilicat. Na gut, da könnt ihr. Kann er. Oh, doch, doch. Wobei, ne, brauche ich eigentlich nicht. Komm. Mogelhieb. Überwurf. Setzt Juwelenkraft ein. Und nochmal. Doch. Doch, doch. Geht gut aus. Geht gut aus. Alles gut. Noch so ein Stück. Was? Jetzt halt er ihn noch. Ich hasse ihn. Reden wir bitte nicht mehr, nie wieder, keine Kommentare über diesen peinlichen Kampf hier. Oh, sein Lächeln ist echt fies. Oh mein Gott. Ich wusste ja schon, dass du mutig und stark genug bist, um Team Skulls Villa aufzumischen, aber das hier... Stramme Leistung, auch vor deinen Pokémon. Lass mich dein Team auch schnell wieder auf Vordermann bringen. Aber gern. Hier, nimm schon. Yay! Yeah! Große Prüfung bestanden. Wunderbar. Somit ist die Insel jetzt offiziell beendet, oder? Und so geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Unlicht. Okay. Wer sich das auch immer alles ausgedacht hat, ist schon ein bisschen verrückt. Damit hast du alle Prüfungen auf Ula Ula bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Nicht so herzlich, Yasu, nicht so herzlich, ja? Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, solltest du dich nicht von Team Skull herumkommandieren lassen. Da hat Yasu recht. Bela! Wehe, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wäre ich nur stärker gewesen, als Trainer wäre es meine Aufgabe gewesen, Marikik zu helfen, damit sein Wunsch zu siegen Wirklichkeit wird. Wäre mir das gelungen, wäre Lily noch hier. Aber jetzt bin ich entschlossener als je zuvor. Wohin haben sie Lily gebracht? Wo kann es nicht sein, sonst hätte Bela sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst.
Sie ist im Ätherparadies. Im Ätherparadies? Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadieses. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass Lily ausgerechnet ins Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Okay, hier ist doch irgendwas im Schilde. Und wie geht's jetzt weiter? Suchen wir sie? Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht? Dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Nee, hat er wirklich nicht. Okay, er hat sein Versprechen gehalten. Ich habe ja also nicht so wirklich vertraut gerade. Was ist bloß für eine Aufruhr da hinten? Aber erstmal zu dir. Willst du nach Malia City zurückkehren? Nein. Will ich nicht. Ich will wissen, was hier los ist. Wow, okay. Ersten Trainerkämpfe schon hier im Ätherparadies.